Seid ihr beide bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich bin auch bereit. Na, wenn du auch bereit bist, Marcel. Ja. Herzlich willkommen bei den Naja genau Breitenseer Lichtspiele Kinogesprächen. Heute zu Gast Sabine Derflinger. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Naja, genau, die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Unser Studiogast, heißt nämlich Sabine. Einen Riesenapplaus für die Sabine. Bravo! Und ich stelle dir Fragen, du musst mir die Fragen beantworten, ja? Schwierige, leichte, ganz schwer und mittelschwer, ja? Na, da bin ich gespannt. aber bitte nicht nervös sein, ja? Ja, das sagst du so leicht. Ja, das sag ich so leicht. Du bist aber nervös jetzt, ja? Stimmt. Also, die erste Frage, wie geht es dir eigentlich? Heute oder überhaupt? Heute. Heute, na gut, weil ich dahergekommen bin, weil heute Frauentag ist, weil ich mich schon gefreut habe auf diesen Nachmittag. Ja. Also, heute geht's mir gut. Auf diesen Frauentag auch. Auf dem Frauentag auch, klar. Und alles Gute nachher zum Frauentag, ja? Dankeschön. Ja, und die zweite Frage ist ein bisschen kompliziert, aber du musst mir das auch beantworten, die zweite Frage, ja? Was machst du so in diese Regisseurin da, ja? Was ich mache als Regisseurin? Ja. Ich mache halt Filme, ja. Das sind Spielfilme, Dokumentarfilme, Fernsehfilme. Und was mache ich da? Ne? Ich kriege meistens Drehbücher und die Drehbücher lese ich dann. Dann sage ich überhaupt, ob es mir gefallen oder nicht. Und dann, ja, dann suche ich gemeinsam mit der Produktion die Schauspieler aus. Dann suchen wir die Orte aus, wo wir drehen. Dann setze ich das also dann suche ich die Kostüme aus mit der Kostümbildnerin. Dann schauen wir, was die Leute für Frisuren haben und für Make-up haben. Also da haben wir dann die Maskenbildnerinnen. Und dann, ja, und dann geht es darum, dass wir das auch drehen. Und dann tue ich halt mit jedem, also dann haben wir die Schauspieler ausgesucht und dann sprechen wir halt jeweils über die Rollen, wie die so sind, was wir uns da so vorstellen. Und dann tun wir uns vorbereiten, dann lesen wir gemeinsam die Drehbücher, schauen wir, ob das alles gut funktioniert. Wenn es nicht so gut funktioniert, ist dann ein Drehbuchautor dabei. Dann tun wir gemeinsam noch vielleicht ein paar Änderungen machen. Und dann, wenn die Drehtage sind, dann drehen wir es. Und wenn man drehen, muss man vorstellen, ist es nicht so wie da, dass da sozusagen so viele Kameras gleichzeitig sind. Gibt es auch, aber meistens ist es so, dass man halt dann das in kleinen Stückchen dreht. Und dann geht es natürlich darum auch überhaupt, wie man es aufnimmt. Also wenn wir zwar da jetzt sitzen und das ist eine Filmszene, dann geht es halt darum, okay, machen wir jetzt nur eine Einstellung von da ganz hinten oder sagen wir jetzt, einmal kommt die Kamera von da hinten, einmal von da drüben hinten, machen wir einmal nur dein Gesicht groß, machen wir einmal nur mein Gesicht groß und das tun wir alles entscheiden. Und dann ist die Frage, bei welchem Satz sehen wir die, bei welchem Satz sehen wir mich und dann geht es in den Schneideraum, dann schneidet das die Cutterin zusammen und dann komme ich dorthin und sage, ob mir das gefällt oder nicht. Also in Wirklichkeit haben alle anderen die Arbeit, ich tue das nur überprüfen, sagen wir so. Aha, überprüfen ist auch wichtig, überprüfen ist sowas von wichtig, ja? Ja, also sozusagen, ich mache auch was, indem ich halt schaue, dass alles zusammenpasst, was? Jetzt habe ich schon das Gefühl, ich habe jetzt etwas hinter mir. Ein
ersten Teil, das erste Drittel. Dann kommt noch die Operation. Und dann noch die Bestrahlung, das teile ich in so Drittel. Das war das erste Drittel, dann kommt das zweite Drittel und dann kommt das dritte Drittel. So wird es dann fertiggestellt und dann muss extra, dann gibt es eben den Ton, den man original mit aufnimmt. Aber dann kommen noch viele, viele andere Töne dazu. Also Musik kommt dazu. Da gibt es so einen Geräuschemacher, der macht da so extra Geräusche, damit es verstärkt wird dazu. Dann kommen so Atmosphären dazu. Also wenn man jetzt sagen würde, da herinnen hört man aber draußen irgendwen reden. Ja? Dann würde man das auch extra aufnehmen und noch dazulegen. Dann mischt man all die Tonspuren zusammen. Und dann hat man einen Ton und ein Bild. Und beim Bild tut man noch ein wenig korrigieren, das Licht. Weil man ja, da hat man drinnen gedreht, draußen gedreht. Und dann kann man das alles noch ein bisschen schöner machen. Festnehmen! Ich war bei meinem Callboy. Ja, und dann ist der Film fertig. Und dann gehe ich herum mit dem Film. Also kommt drauf an, wenn es ein Fernsehfilm ist, dann ist er im Fernsehen. Und wenn er im Kino ist, dann ist er im Kino. Und dann gehe ich halt auch zu den ersten Vorstellungen mit. Dann rede ich mit den Leuten. Dann rede ich natürlich mit der Presse. Dann gebe ich Interviews. Ja, dann gibt es halt natürlich das, ob die Leute den Film gut finden oder nicht. Genau, und dann kommt der nächste Film. Vielleicht sollte man den Spiegelredakteuren mal unsere Strecke hier über Prostitution schicken. Du glaubst allen Ernstes, es geht um Fakten? Fleißig, fleißig, ja. Schon, ja, aber das Schöne ist eben, dass man so viele verschiedene Sachen macht, weißt? Dass man sich mit den Leuten auseinandersetzt, die das spielen. Das, dann ist es so super, dass man eben die Musik aussucht, die Kostüme aussucht und sagt, nein, ich drehe das jetzt in der Ecke, nein, ich drehe das lieber da hinten. Und das ist einfach das Schöne bei der Arbeit, dass man so viel, erstens hat man so viele verschiedene Leute, die man trifft. Und zweitens beschäftigt man sich mit so vielen verschiedenen Sachen. Und das ist was so Schönes. Es gibt natürlich Ärgerliches auch. Also das Ärgerliche ist, dass es halt dann oft so Leute gibt, die mitbestimmen. Die einen heißen Redakteure und Redakteurinnen, die sitzen im Fernsehen, die können recht nett sein, aber manchmal halt auch nicht, weil sie sich überall einmischen. Das ist dann schwer. Oh Gott. Und dann ist halt, wenn man einen Film macht fürs Kino, dann muss man ja auch finanzieren. Und dann ist es oft schwer, dass die Fördergeber, also dass man halt ein Geld kriegt. Das ist dann auch nicht so lustig. Also das mit dem Geld ist nicht so lustig. Und das mit dem, ob sie wer einmischt, ist nicht so lustig. Aber sonst ist es lustig. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Ich habe sechs und deshalb stehe ich hier. Es gab keine Klassenschranken. Es gab keine Altersschranken. Dass wir in der Frauenbewegung bei Simone Beauvoir angeklopft haben und gesagt haben, machen Sie mit. Und eine andere Frage habe ich auch. Wegen dieser ersten Kinofilm, wegen Donal? Ja, Johanna Donal. Naja, also zuerst habe ich einen Film gemacht über die Johanna Donal. Das war Österreichs erste Frauenministerin und ja. Die hat recht viel zusammengebracht. Die ist aber schon gestorben. Und da habe ich einen Film gemacht und der besteht aus viel Fernsehmaterial von ihr und Interviews mit Freundinnen. Und der war im Kino und sehr erfolgreich. Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer? Für Männer? Das ist ein Blödsinn. Es hätten manche gern, dass ich meinen Schwung verliere. Wird nicht passieren. Ewig Frauen fragen, füllt das ihr politisches Leben aus? Ja, mehr als ich manchmal verkraften kann. Die Leute haben sich das echt gern angeschaut. Den habe ich 2020 gedreht und da war er im Kino und da haben alle viel geschaut. Aber dann war natürlich Corona irgendwann. Und dann war es halt schwer. Dann haben wir halt ein wenig im Netz hergezeigt und dann haben wir halt. Ja, und dann ist er wieder ein bisschen ins Kino gegangen. Aber zuerst war er ganz super im Kino und Corona
hat das halt dann so ein bisschen unterbrochen. Früher hat man halt gesagt, naja, Frauen fragen uninteressant und so. Jetzt weiß man, es ist ernst. Nun, heute genau vor 60 Jahren sind die ersten Sozialistinnen ins Parlament gekommen als Abgeordnete. Ist es eigentlich jetzt 60 Jahre später noch immer notwendig, dass man eine eigene Frauenbewegung hat, dass man eigene Frauentage veranstaltet? Das ist sicher notwendig, denn es gibt hier Interessen zu vertreten. Und es findet ja auch niemand etwas dabei, dass zum Beispiel bei den Arbeitnehmervertretern nur Arbeitnehmer zusammengeschlossen sind und nicht auch die Arbeitgeber. Nun, aber Männertage wären doch eher ungewöhnlich, ne? Männertage gibt es nicht ausgewiesen, aber sehr viele schauen so aus. Wie viele Leute insgesamt? Naja, da war am Anfang waren es gleich einmal bis Corona 40.000 Leute. Das war irrsinnig viel für einen Dokumentarfilm im Kino. Dann war er natürlich auch im Fernsehen, da haben die Leute auch geschaut. Ja, und jetzt schauen natürlich die Leute immer wieder, aber es war halt interessant, dass sie halt so schnell so viel ins Kino gegangen sind. Es erglimmt ein Strahl der Sonne. Überall, wo sie doch tätig sind, vertreten sie das Recht der Frau auf Gleichheit. Wenn ich mich also in manchen Gremien zu Wort melde, habe ich manches Mal das Gefühl, ich beschreibe ein Mondkalb. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch die Alice Schwarzer kennengelernt, ja, weil die hat auch ein Interview gegeben, weil die war auch befreundet mit der Johanna Donald. Und aus dem heraus ist dann jetzt der Film über die Alice Schwarzer entstanden. Und da haben wir halt, die hat eine Zeitung, also eine Frauenzeitung, die heißt Emma, die gibt es jetzt schon ganz lang, 40 Jahre. Und da haben wir halt so mitgedreht, wie die die Zeitung machen. Und dann sind wir mit ihr so zu Veranstaltungen gefahren, weil sie auch Bücher schreibt und Lesungen macht. Und dann gab es aber auch viel Material schon von früher, wie sie noch jung war, was sie da alles für Aktionen gemacht hat. Und das haben wir dann alles in den Film dann. Und der ist jetzt so gut wie fertig. Also am Samstag schauen wir nochmal an, ob eh alles passt. Und da gibt es halt eine lange Version, die richtige Kinofassung, die ist 136 Minuten. Die zeigen wir jetzt auf der Diagonale. Ah, hier sitzt sie. Tag, Frau Schwarzer. Alice Schwarzer. Die Emma, immer noch Emma, eine männermordende Amazone. Tja, mein lieber Blecki, noch geht's dir gut, aber bald kriegt deine Frau ein Abo. Und die kommt dann im Mai ins Kino, also im Mai ist Kinostart in Österreich von dem Film Alles Schwarzer. Ja. Genau, und dann haben wir aber noch eine kürzere Fassung gemacht fürs Kino und ja. Die machen wir jetzt auch fertig, aber der ist so gut wie fertig. Da habe ich halt viel in Deutschland gedreht, weil die ja in Deutschland ist und ja, die Zeitung ist auch in Deutschland. Und aber auch viel in Frankreich, weil die viel in Frankreich war und besonders wie sie jung war, war sie viel in Frankreich. Und da haben wir auch dann so Interviews gemacht mit ihr und mit Frauen, die sie begleitet haben auf ihrem Weg. Und die hat sich auch immer sehr für die Frauensache eingesetzt. Dich des Rassismus zu beschuldigen, weil du ironisierst Frauen in Burka und, mhm, und das, die Verlorenheit, das übergroße Verständnis dieser fortschrittlichen Szene für Kopftuch und Burka und so weiter. Und Hauptsache, man muss sie nicht selber tragen. Heute zu Gast Sabine Derflinger, unter anderem mit ihrem neuen Film, mit ihrer neuen Doku Alice Schwarzer. Aber die war immer sehr umstritten oder ist immer noch sehr umstritten, weil das halt immer so ist, dort wo Frauen kämpfen, da gibt es halt immer viel Streit und viel Auseinandersetzung. Weil die einen sagen, ja, das ist super und die anderen sagen, nein, das ist nicht super. Aber die haben schon viel erreicht, diese Frauen, also für uns Frauen. Weil früher war es ja noch so, dass die Frauen haben ja die Männer fragen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen und so weiter und so fort. Also die Frauen waren ja nicht selbstständig. Also selbst wie ich noch jung war, meine Mama hat, wie ich ganz jung war, meinen Papa fragen müssen, ob sie arbeiten gehen darf. Also die, das hat sich alles in Frankreich, hat man ganz lang, haben die Frauen nicht einmal ein eigenes Bankkonto gehabt. Also das hat sich ja alles verbessert. Und eben. Und mir ist es immer wichtig, dass man so Personen sieht, die so viel geleistet haben, und besonders Frauen, ja, weil ja die Leute sonst nichts wissen und die jungen Leute wissen schon gar nichts. Ne? Und dann finde ich, dass es wichtig ist, dass man halt so Dokumentarfilme macht, wo man halt die Leute vorstellt
und ein Material von den Leuten gesagt über die Jahre. Und dass auch die jungen Leute wissen, was vorher passiert ist. Das ist mir immer total wichtig. Und deswegen habe ich die zwei Filme auch gemacht. Aha. Und eben, der Alles Schwarzer Film hat jetzt seinen Kinostart dann im Mai. Und da freue ich mich dann schon. Muss ich mal klarstellen, in dem Arbeitsbereich oder Beschäftigungsbereich, in dem ich mich seit 32 Jahren bewege, gibt es diese Hierarchie. Herr Löwisch, gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stellen Sie mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Würde sagen, ein Lobby. Verstehen Sie? Und die nächste Frage ist, was sind deine Lieblingshobbys? Meine Lieblingshobbys? Lesen, Schwimmen, Radl fahren, Lesen, ganz normale Sachen eigentlich. Lesen, Schwimmen, Radl fahren, dann gehe ich gerne in Ausstellungen. Und gehe natürlich urgern ins Kino. Oder in ein Museum? Ja, das mag ich urgern. Museum, Kino, Theater und. Ja, fortfahren tue ich auch gern, reisen tue ich auch gern. Was? Reisen tue ich auch gern. Nein, weißt du, das erste Popfahren oder was? Fortfahren, wegfahren. Also fortfahren? Ja, also reisen tue ich auch gern. Entschuldigung, ich habe dich falsch verstanden, ja? Genau, reisen tue ich auch gern. Ja, und hören Sie Musik oder nicht? Oh ja, 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 aber ich höre nicht so viel Musik, weil ich gehe urgern tanzen. Ich war früher auch so viel Tanzkurse. Aber zum Beispiel beim Arbeiten, da kann ich nicht so viel Musik hören. Da muss ich mich so konzentrieren. Ja. Ich kann immer nur Musik, also so wie die Leute, so manche Leute tun ja so kochen und Musik hören, das tue ich überhaupt nicht. Also wenn ich Musik höre, dann muss ich mich hinsetzen und die Musik hören. Oder da kann ich nichts anderes tun. Irgendwie kann ich nicht nebenbei Musik hören. Das kann ich nicht. Also ich kann nur Musik hören oder was anderes machen. Eins nach dem anderen, ja? Ja, das kann ich nicht gleichzeitig. Nein. Nein. Du bist nicht aufgeteilt, oder? Nein. Ja. Und zurück zum Lesen. Was lesen Sie denn so? Für Bücher, Comedy oder Krimi oder Witzbuch, Witzebuch. Witzebücher, ja, Witzebücher lese ich auch. Ich lese auch also witzige Bücher. Oder Kochbücher. Nein, Kochbücher lese ich nicht. Das war nur Spaß. Aber es gibt viele Leute, die tun Kochbücher lesen. Ja. Aber ich lese keine Kochbücher, ich koche auch nicht. Also deswegen lese ich auch keine, also wenig. Was lese ich? Ja, ich lese gerne Romane, Familiengeschichten, klassische Geschichten auch natürlich, aber keine Krimis, ich lese nie Krimis. Also ich lese immer so ja, dramatische Geschichten und sehr gern so biografische Geschichten über Menschen, die es gegeben hat. So Biografien lese ich gern. Und ja, große Romane, die können ruhig urdick sein. Also ich lese urgern Bücher, die 600 oder 800 Seiten haben. Und am liebsten lese ich dann den ganzen Tag. Da schalte ich das Telefon ab und da darf mich niemand anrufen, da gehe ich nirgends hin. Und am liebsten mache ich das eine ganze Woche. Lese ich einfach nur. Ja, Lesen ist mein allerliebstes, glaube ich. Du bist eine Leseratte geworden, weißt du? Stimmt. Aber war ich immer schon, war schon als Kind eine Leseratte. Ah! Da bin ich bei meiner Oma im Garten gewesen und habe mich am Apfelbaum gesetzt und dann habe ich gelesen. Ja. Am Apfelbaum. Ja. Ja. Und ich habe gehört, dass du einen Preis gewonnen hast. Ja, was denn? Über die Zeit, wenn man lang arbeitet und viel arbeitet, dann kriegt man Preise. Und je öder man wird, umso mehr Preise kriegt man, glaube ich. Weil da fällt dann die Leute ein, aha, die hat auch noch keinen Preis, der geben wir auch einen Preis und so. Ja. Und ja, manchmal sind es halt so, da gibt es immer Jurys, die sitzen dann zusammen, schauen sich den Film an, sagen, das gefällt uns. Da müssen sie halt drauf einigen. Also da gibt es halt so die Preise für die Filme. Aber ich habe auch dann so, als Mensch habe ich auch Preise gekriegt. Also es gab so einen Frauenpreis, weil
ich muss dir vorstellen, früher haben ja vor allem Männer Regie gemacht, haben ja nicht so viel Frauen Regie gemacht. Und dann war ich halt die erste Frau, die in Österreich nach 40 Jahren einen Tatort fürs Fernsehen gemacht hat. Dann war ich halt die erste Frau, die so eine große Serie gemacht hat. Und dann gibt es halt so Frauenpreise und da habe ich halt auch ein paar gekriegt. Manchmal gibt es ja auch Geld bei einem Preis, das ist auch super, natürlich. Flieder. Flieder, ja. Fledermäuse. Fledermäuse? Fledermäuse! Fledermäuse, gell? Das sind Fledermäuse, oder was? Ja. Ah, Fledermäuse. Okay, Fledermäuse. Ja, Fledermäuse kann man alle brauchen, oder? Ja. Oder Hermezaster. Hermezaster, ja, das sollte ich öfter sagen, Hermezaster. Wieso? Na ja, weil manchmal verdiene ich viel zu wenig Geld oder manchmal gibt es wenig Geld für einen Film. Ja. Dann sage ich nächstes Mal Hermezaster, ja, oder? Und du, wie viel Geld möchtest du haben unbedingt? Das kann ich gar nicht so sagen. Ich meine, es ist ja immer die Frage, was braucht man? Ich meine, schön ist halt, wenn ich ein wenig was auf der Seite habe, weil dann kann ich einfach warten, bis ich wieder arbeite und mir auch dann das aussuchen, dass ich nur das mache, was mir wirklich gefällt. Oder Urlaub machen. Ja, Urlaub machen wäre auch super wieder mal. Ja. Wo machst denn du Urlaub? Was? Wo machst denn du Urlaub? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo möchtest du nochmal hinfahren? In, warte mal. Malta. Malta. Kennst du Malta? Ja, ich war einmal in Malta, aber das ist ganz lang außen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja. Und wie hast du gut gefunden oder nicht? Nee. Gut oder? Gut, gut habe ich es gefunden. Gut. Oder? So, gut. Also weder mittel noch schlecht, sondern wirklich gut. Gut habe ich es gefunden. Sehr weil gut. Es ist warm. Ja. Das Wasser ist schön. Ja. Dann die Leute sind super. Und die Stadt ist einfach schön zum Anschauen und na, mir hat es super gefallen. Ja, da wollen wir doch gleich einen Sprung hinschauen. Ein wenig Urlaubsfeeling genießen. Derweil könnt ihr nachschauen auf der Webseite von Sabine Derflinger. Da gibt es ganz viele Filme zum Nachschauen. Und die nächste Frage hat auch zu tun mit der Regisseurin oder Regisseur genannt. Und was musst du aufpassen auf dieser Regisseurin oder Regisseur genannt? Was meinst du, was ich aufpassen muss? Dass der Film gut wird, muss ich aufpassen. Aha. Also A, muss ich aufpassen, dass wir nicht zu Leute dreireden. Ja. Dass das so passiert, wie ich das haben will. Ja. Weil das musst du dir so vorstellen, wenn man was kocht und 10 Leute reden dreien, wird es auch nichts. Ja? Das wäre dann Arsch. Genau, das wäre dann Arsch. Aber wenn irgendwie. Also und das Entschuldigung, mit, Ernst! Entschuldigung! Das schneiden wir aus, oder? Ja! Tja, wir bedauern. Oder der Ernst schneidet das aus. Oder bleibt der drin für immer und ewig? Nein, eigentlich doch nicht. Also es ist nicht so gut, wenn alle dreinreden. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, wenn viele Leute Ideen haben. Also dass man die Ideen nimmt und in den Film reintut. Ja. Das muss ich aufpassen. Ja. Dann muss ich aufpassen, dass die Schauspieler gescheit spielen. Dass sie nicht irgendwie mit dem Kopf woanders sind. Dass sie da richtig mitmachen. Dass sie aber auch nicht so übertreiben, sondern das wirklich spielen. Mhm. Übertreiben nicht. Bitte. Nein, das ist ja, aber das können sie ja nur, wenn sie sich wohlfühlen bei der Arbeit. Da müssen sie sich ja wohlfühlen. Und weißt du, wenn da so viel Technik ist und wenn es so schnell gehen muss, dann ist es oft so, dass man sich vielleicht nicht so wohlfühlt. Also muss man auch schauen, dass man eine gute Atmosphäre hat. Was muss ich noch schauen? Ja, da muss ich aber auf die Zeit schauen. Weil Filme kosten, Filme machen oder Fernsehen machen kostet ja viel Geld. Also muss ich aber schnell fertig sein. Oh Gottes Willen. Und dann ist es so zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir drehen jetzt
Du sagst drei Sätze, ja? Ja. Das drehen wir jetzt einmal ganz nah und einmal von weit weg, ja? Ja. Gut. Und jetzt hat mir das aber nicht so gefallen beim ersten Mal. Jetzt sage ich, das müssen wir noch einmal drehen. Aber da muss ich aber auf die Uhr schauen und sagen, okay, können wir es noch zweimal drehen? Oder muss ich sagen, nein, das passt jetzt so, weil ich sonst nicht so viel Zeit habe, dass ich mit allem fertig wäre. Weil ich aber jeden Tag habe ich einen Zettel und da steht drauf Dispo. Das ist die Tagesdispo. Dispo, was ist das? Ja, da steht drauf, was man, wer alle dabei ist an dem Tag, wo man dreht. Yeah. Und was wir tun. Aha, so wie ein Drehplan, ja? Genau, sowas, genau. Ja. Der Drehplan ist das Ganze und die Dispo ist für einen Tag. Ja. Ja? Ja? Genau, und dann muss ich, und da steht drauf, was ich alles drehen muss. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt wäre ich nicht fertig, dann muss ich schneller sein. Also ich muss auch irgendwie schauen, dass ich fertig werde. Aha. Ich hab gedacht, ihr seid getrennt. Ja, was? Na, bei ihr kriegst du den hoch? Ich meine, was macht sie, was ich nicht mach? Christian, seit wann bist du denn impotent? Ich bin doch nicht impotent! Doch! Nein! Bei der Frau könnte ich auch nicht. Und eine Frage habe ich noch an dich, bevor wir uns verabschieden in der Kamera, ja? Schauen Sie oder machen Sie gerne Sport oder nicht Sport? Ja, mache ich schon, aber nicht so gerne. Also ich gehe halt schwimmen, aber das ist ja nicht so ein großartiger Sport. Ich fahre mit dem Radl, das ist ich mag nichts, was so irrsinnig anstrengend ist. Ich mag mich nicht anstrengen. Ich mache nur so langweilige Sachen wie Radlfahren, Schwimmen, ein wenig Tanzen gehe ich manchmal so. Aber das ist auch gut. So, wir verabschieden wir uns und es hat mit euch viel Spaß gemacht. Und ich sage mein Abschlusssprüchlein, wie am Ende dieser Sendung, ja. Es war mir eine Freude, habe Ehre. Tschüss, bye-bye, Bussi, bye-bye. Ja, herzlichen Dank für den Besuch. Wir verabschieden uns hiermit von euch. Wir sind sehr froh und dankbar, dass ihr heute wieder dabei wart. Ja, eine schöne Woche noch. Ciao, Baba.